Heute müssen wir was Besonderes machen. Und zwar, das ist laut. Habe ich ein Problem? Wo ist es? Ja, das ist das Problemchen. Seht ihr das? Wenn ich hier drehe, dann rollt das einigermaßen nicht. Ich habe es nicht geschafft, dass es laut ist. Das ist nicht gut. Das ist noch schlechter. Hier sind Kugellager drinnen. Das sind hier die, weiß nicht, ob man es sieht, die haben so einen gelben Rand hier. Und die gehören ausgetauscht immer wieder mal. Und ich habe jetzt in letzter Zeit ungefähr, ich glaube, 2 Jahren nicht mit dem Ding gefahren. Und jetzt ist es Zeit, dass ich hier austausche, weil jetzt will ich wieder damit fahren. Und jetzt muss ich gerade mal schauen, ob ich überhaupt das schaffe. Ja, das ist immer Nummer 13 ist es. Das machen wir das erste Mal hier diese Schraube auf. Und immer dran denken. Lefty, loosey, righty, tighty. Die einzige Möglichkeit, wie ich mir merke, welche Richtung ich drehen muss. Und nehmen das Rad runter. Hier ist ganz lassen, wie es ist. Das heißt, ich repariere das jetzt nicht, dass ich fertig bin. Und dann mache ich die Reste. Ja, ich habe ziemlich Glück, glaube ich, dass mir das Ding nicht in die Ohren geflogen ist. Hier sind mir jetzt die Teile schon entgegengekommen. Das wurde nur noch von der Schraube selbst zusammengehalten. Ich glaube, das ist eine Kugel schon rausgefallen. Ich probiere es jetzt mit einem Metallstrohhalm. Ich mag die nicht so ziemlich klein. Ja, wie gesagt, ich habe Glück gehabt, dass mir das nicht um die Ohren geflogen ist. Und das andere auch. Das lässt sich nämlich auch schon auf. Genau. Und jetzt kann ich mit einem das eigentlich. So sollte das eigentlich noch ausschauen. Hier ist das da jetzt gerade wirklich fast um die Ohren geflogen. So sieht das alte aus. Also das kaputte. Jetzt hat sich etwas wirklich komplett verlegt. Jetzt machen wir es ganz einfach. Wir reißen die Tücher auf. So. Den Red Bearing heißt die. Und 25 Euro. Sieht schon wieder aus. Ich habe sie vom Blutmeter. Ich würde hingehen, sagen, ich brauche mein Longboard. Neue Kugellage. Mach das auf. Sticker. Und so schauen die aus. Schnappen uns da eins. Und drücken das einfach rein. Vorsichtig in der Mitte drauf. Möglichst am Sonntag, damit ihr schön die Nachbarn lernt. Ist das ganz drinnen, das seht ihr, da habt ihr keinen. Mehr. Ich meine, ich muss irgendwann eh auch die Reifen austauschen, die haben schon bis überall. Aber das hat nichts. Ja, und das ist auch hier, das dreht sich. Und hier dreht sich gar nicht. Auf der anderen Seite.
brauche erst mal die Glocken. Oh! Das ist jetzt interessant. Das fehlt bei dem. Das habe ich vergessen. Nee, das ist früher als die Dinge, das ist gespielt. Ich habe das Problem, dass auf dieser Seite dieser Zwischenring fehlt. Das heißt, ich mache das mal ohne und werde dann wahrscheinlich bald mal zu gehen und fragen, ob das ein Problem ist, beziehungsweise ob sie vielleicht einen haben für mich. Schon wieder das Kugellager zueinander. Das ist absolut. Ja. Ich hatte Glück, dass ich nicht gecrashed bin, wenn ich drin. Und da haben wir auch wieder den Ring. Oh Gott, ja.
Scheiße. Das geht nicht komplett. Ja, ich habe jetzt nur noch den äußeren linken Flügel genommen. Das ist nicht spannend, wie ich das rauskriege. So sollte das nicht ausschauen. So sollte nichts von dem ausschauen. Also worauf ich dabei achte, wenn ich das mit dem Werkzeug draufklopfe, dass ich nur den inneren Ring treffen will. Genau, jetzt drehe ich einfach mal alle zu. Und ich habe festgestellt, ich kann es eher auf einen Schlag zudrehen. Das ist nicht ein Schlag. Also das Wichtigste dabei ist, dass es in diese Richtung auf und ab keinen Spielraum mehr hat. Und sich aber trotzdem noch schön dreht. Ja, das sieht gut aus. Ja. Ich glaube, ich muss irgendwann die Achsen und die Reifen selber auch ersetzen. Aber jetzt schaut es mal gut aus. Jetzt ist fertig. Das ist mein Baby in Longboard. Und